Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Das heutige Ziel ist es, es ist ein bisschen weit hergegriffen, aber ich versuche es, dass wir Berlin, hier zu unserer Linken, wenn es auftaucht, mit, ja, zumindest mit Waren mit Werkzeugen versorgen können. Maschinen, ja, könnte auch passieren, müssen wir dann gleich mal gucken, wie wir das genau hinbekommen. Aber ein, zwei Sachen müssen wir vorher noch machen. Und zwar müssen wir einmal einen Zug auf die Strecke kriegen. Das wird ein... Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir fahren. Ich denke mal, das wird eine teure, einmalige Linie werden, hier den Zug auf die Linie zu bekommen. Denn ich hab mir als Challenge gemacht, nur mit einem Depot auszukommen. Und weil ich noch wirklich gar keine Ahnung habe, wie ich hier Dortmund, Stahlberg, Rheinbach, Berlin, ja, vielleicht auch Stadt Lengsfeld hier unten mit einem Schienennetz versehen möchte, glaube ich, wird das hier eine einmalige Lösung werden, wie ich hier einen Zug auf die Linie kriege. Aber bevor wir das machen, möchte ich einmal das ganze Industriegebiet um das Sägewerk vergrößern. Bei den Lebensmitteln zwischen Rheinbach und Martu war es ja mal angedacht, ob wir das nicht mal machen, dass wir da eine zweite Lebensmittelfabrik hinsetzen. Hat aber immer so ausgereicht. Aber wir kommen hier an unsere Grenzen. Deswegen machen wir eine zweite Fabrik. Und zwar, ja, ich suche die, glaube ich, erstmal raus. Ist natürlich die Frage, wie genau platzieren wir dich, dass du auch gut beliefert wirst. Und da hatten wir in Staffel 1 ja ein paar Probleme und nicht nur hier die. Die Fabrik. Ich mache mal einen zweiten Straßenausgang. Und dann mache ich hier die Linie längs. Die Fabrik längs. Schließe das an, dass wir auch hier dran sind. Und wenn es nicht läuft, dann nehmen wir einfach den linken Ausgang, machen den hier dran und machen hier nochmal eine Haltestelle hin. Da müssen wir dann echt mal gucken, wie das am Ende aussieht. Ich hoffe einfach, dass es sich jetzt doch einigermaßen gleichmäßig verteilen wird. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Höhenunterschied, den wir beachten müssen. Deswegen gehe ich mal ein Stückchen weiter nach oder Richtung uns. Das ist kein Problem. Ist ja 1,1 Millionen, ist natürlich eine ganze Menge. Aber wenn wir gucken, wie uns diese Linien bringen, dann ist das Geld schnell wieder drin. Ja gut, ist jetzt nicht komplett gerade geworden meinerseits. Also wir haben einen kleinen Knick drin. Aber hier fährt ja, glaube ich, dann... Hier wird, glaube ich, nie ein Fahrzeug langfahren. Deswegen sollte uns das nicht stören. Ja, ich hätte vielleicht doch noch mal ein bisschen rangekonnt. Werden auf jeden Fall beide versorgt. Und du bist nicht beim Schiff. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ich hoffe, wir kriegen noch Geld wieder. Ja, kriegen wir. Aber wie kriege ich dich jetzt ans Schiff? Moment. Ja, ne, dich kann ich schon mal abreißen. Das war ein Fehleinkauf. Das war ein ganz, ganz teurer Fehlkauf. Dann kann das auch weg. Okay, da haben wir schon mal sehr, sehr viel Geld zurückbekommen. Das heißt auch... Ja gut, wie platziere ich dann jetzt das Gebäude? Wenn ich dich so platziere, hier links zu, bist du dann beim Hafen oder nicht? Ich würde fast sagen, ja, und guck, oh, das wäre so günstig gewesen. Wir haben eine Million bezahlt und am Ende noch 200.000 nicht wiedergekriegt. Wenn ich dich so platziere, können wir dich links an die Straße dran bauen, dass du auf jeden Fall zum Hafen, also das muss zum Hafen zählen. Und du zählst auf jeden Fall zu der LKW-Station. Bitte lass es klappen. Ich habe gar nicht an den Hafen gedacht, ich habe nur hier dran gedacht. Ja, so eine was kostet dann auch mal eben 200.000. Jetzt sind wir auf jeden Fall dabei. Und, achso, dann hatten wir eh. Und hier auch. Okay, das, jetzt ist es ein Industriegebiet. Das heißt, wir warten jetzt auf die erste Holzanlieferung, ob das Sägewerk auch was abbekommt. Aber wie man sieht, auch eine interessante Entwicklung. Hier mittendrin der Lagerplatz, ziemlich groß geworden. Hier hinten alles kahl gemacht worden, damit man das asphaltieren kann zum Lagern. Die Scheunen sind größer geworden.
Hier sind zwei Produktionsstätten, das müssten die sein. Da sind nochmal zwei dazugekommen. Ja, das ist halt Stufe 1 und das ist Stufe 2. So, jetzt haben wir die doppelte Kapazität. Dann nutzen wir das auch mal direkt. Ja, hier sind wir jetzt, ist die Produktion jetzt voll. Und, ja gut, 21, ich glaube, die wären auch noch so da geblieben. Wir werden dann jetzt auch mehr Holz dahin transportieren. Kann ich auch, doch 80 kann ich erfahren. Dann fahren wir hier auf 80. Ja, 100 müssen wir nicht machen. 80 sollten erstmal ausreichen. Die Frage, wo wollen wir hin? Holen wir das vorher ab oder später? Deswegen machen wir das jetzt als erstes. LKW-Station. Wir können einfach hier hochbauen. Machen wir ein bisschen weg von der Straße. Wir haben nach oben hin genügend Platz, dass wir lagern können. Oh, jetzt habe ich nur 10 Meter gemacht. Dann machen wir. Dann haben wir jetzt 40, 60, 80, 100, 120, 140 werden es auf jeden Fall. Wir werden auch mal gucken müssen, wie viele Fahrzeuge wir brauchen. Das ist ja auch jetzt, ab jetzt ein bisschen zufällig. Wir haben das ja bei unseren Lebensmitteln hier hinten auch gesehen. Am Ende wurde hier gar nichts produziert und wir sind leer gefahren. Vielleicht macht das jetzt den Unterschied zwischen einer Lebensmittelfabrik aus und zweien, beziehungsweise wir sehen das ja jetzt hier mit den Sägewerken. So, wir wollen jetzt eine Straße bauen, machen wir ruhig elektrisch und ja, wir können ruhig schon mal so ein bisschen hochgehen. Gehen wir jetzt ruhig hier ran und den anderen Weg machen wir jetzt eben so und ich wollte die Spur hier wieder wegmachen. So. Weil da müsste ja keine Spur sein, da fahren wir ja gar nicht lang. Dann ist das jetzt. Na gut, hier liegt noch so viel. Ich weiß nicht, ob das alles jetzt so eine gute Idee ist. Denn noch keiner angeliefert, dass wir das mal testen können. Es ist auf jeden Fall viel los bei der Anlieferung. Die stehen schon Schlange. Wieso nehmen die denn nicht so viel mit? Du nimmst jetzt 34 mit. Ah, okay. Wir kriegen das doch leer hier. Aber noch hat keiner da eingeliefert. Noch liefern die alle hier hin. Und da sind 300 auf Lager. Das meinte ich nämlich. Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen separieren. Dass wir zumindest ein Sägewerk haben, was nach oben abliefert. Oder hier oben abliefert. Das könnte natürlich. Oder wird dann auch das von rechts sein, was von rechts kommt. Müssen wir dann doch mal im Auge behalten. So, wir fahren erstmal hier oben hin. Und haben Gütertram, Dortmund, Holz 3. Und ich würde das erstmal mit einer Tram ausprobieren. Ich nehme jetzt auch nicht die größte, ich nehme jetzt zwar die, damit wir die km/h mithalten können, aber wir nehmen erstmal vier Waggons. Wir beschleunigen jetzt vielleicht ein bisschen schneller als die anderen, aber das heißt auf jeden Fall, wir halten sie nicht auf. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob da was passiert. Noch lädt auf jeden Fall keiner hier ab, obwohl es angeschlossen ist. Ja, das ist einfach jetzt mal abwarten. Wenn wir das ja noch ein Stückchen ausbauen, könnten sogar zwei Wagen gleichzeitig da halten. Dann würden wir die Linie nicht aufhalten, aber ich glaube, das kann die Linie so gerade eben noch verkraften. Na, vielleicht war jetzt ganz gut, dass die gerade aufgehalten wird, dass der noch abladen kann. Okay, das heißt, Bretter haben wir jetzt mehr oder weniger uns drum gekümmert. Die kommen ja schon alle nach hier hin. Das heißt, wir haben hier auch wieder genau ein Zug auf Lager, ein Schiff auf Lager. Dann wäre der nächste Schritt jetzt, die Gleise machen wir als letztes, weil wir dann auch direkt den Zug mitkaufen.
Dann ist jetzt die Frage, machen wir direkt auch Stahl oder liefern wir das erstmal nur in die Stadt? Ich würde sagen, die erste Lieferung wird einfach nur in die Stadt sein. Wir planen aber direkt schon den Stahl mit. Das heißt, wir werden hier das Gebäude haben. Wir machen das ruhig hier längs. Machen wir mal die Straße hier ein bisschen länger. Brauchen wir das auf elektrisch hier? Ne, hier brauchen wir es noch nicht auf elektrisch. Machen wir ruhig so, sonst könnte man ein Stückchen wieder abreißen. Ich möchte mich oben rein und rausfahren. So, wir machen dann nämlich jetzt zwei Plattformen. Einmal für die Maschinen und für... Also einmal die Anlieferung in die Stadt und einmal dann hier die Belieferung des Stahls. Bringt zwei verschiedene Punkte. Müssen natürlich dann noch elektrisch werden, weil wir haben ja gesagt, wir wollen den Stahl mit einer Tram hier runterbringen. Das heißt, jetzt gerade können wir sogar noch hier unten lang fahren, da verlieren wir nichts. Ne, dann machen wir, bevor wir Linie machen, wir müssen ja erstmal gucken, wo wir jetzt hin wollen. Wir haben zwar hier schon eine LKW-Station, aber wir wollen jetzt in erster Linie Werkzeuge hier hinliefern. Ja, da haben wir ein paar, aber nicht allzu viele. Wir werden auf jeden Fall unten noch mehr LKW-Stationen brauchen. Wir brauchen hier unten noch eine für das Gebiet. Und wir brauchen... Hier ist doch noch eine ganze Menge, die nicht beliefert wird hier. Gehe ich einmal in Vorkasse und mache diese Straße hier gerade und baue mich hier rein. Gucken wir mal, wie teuer das werden würde. Also in Vorkasse meine ich, weil es wird sich auf jeden Fall irgendwann rentieren, wenn wir da... hier die LKW-Station reinbauen. Ja, 300.000. Wir haben schon mehr Geld für weniger Wertvolles ausgegeben. Aber ich pausiere mal ganz kurz, damit nicht die Stadt direkt für ein Gebäude dahin sitzt. Das kann ja teilweise sehr, sehr schnell gehen. Wir liefern dann eher nur von unten an. Das heißt, eine Linie reicht ja schon. Weil egal was wir anliefern, sei es Werkzeuge oder sei es... Moment, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob es mehr Sinn macht, hier links oder rechts hinzugehen. Du lieferst trotzdem nur bis dahin. Das heißt, alles was hier links ist... Ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich hier dran gehe. Also beide Rohstoffe kommen ja mit einem und demselben LKW oder auf ein und derselben Linie. Deswegen brauchen wir nur eine LKW-Station. Eine Abladestation. Ich habe mal 30 Meter gemacht, dass später auch die 40 Tonner da halten können ohne Probleme. Dann ist das Station 2, Station 3 kriegen wir irgendwo hier unten später noch hin, da ist genügend Platz. Was wir jetzt noch machen könnten, was glaube ich nicht bauen könnten, was die Stadt glaube ich nicht übernehmen wird. Wir bauen hier irgendwann Gebäude hin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht ein bisschen was vorbauen. Ah, hier können wir ruhig 30 km/h machen. Vielleicht hier noch ein bisschen was reinbauen. Jetzt hier noch Gebäude hinkommen. Hier von der Straße etwas größere vielleicht und dann hier nochmal so mittelgroße. Ich weiß nicht, ob das hier so dann als Straße zählt, dass die auch hier und hier noch bauen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, deswegen habe ich es mal dahin gesetzt. Das heißt, wir nehmen jetzt auch dich, weil du alles hier an Werkzeugen fast drin hast und liefern dich. Ne, das war genau der falsche. Dann lösche ich dich wieder raus. Dann liefern wir das dahin. Das heißt, wir haben jetzt Berlin. Ich weiß nicht, wollen wir die schon direkt Versorgung nennen, weil wir ja theoretisch mal beides. Erstmal 1 LKW. Ich glaube, wenn die Zahlen vorne sind, ist glaube ich besser, weil irgendwann wird das zu lang und dann ist die Frage, was steht hinter dem LKW noch für eine Zahl? Auch wenn es sortiert ist, glaube ich so ein bisschen besser. Ja, wir könnten natürlich beides dann irgendwann damit da drin haben, deswegen habe ich es Versorgung genannt. Ja, dann können wir jetzt wieder Play drücken, dass wir mehr Geld verdienen. Jetzt gerade 2,5 Millionen plus 3, okay, sind wir bei 2,2. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall hier die Versorgung, jetzt könnte das ganze Gebiet besiedelt werden. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, die fertigen Werkzeuge in die Stadt zu bekommen.
Ja, das heißt, jetzt fehlt der Zug. Und dafür fehlen die Gleise. So, Höhenlinien wär vielleicht ein guter Punkt. Ich glaube, wir probieren zwei Sachen mal einmal aus. Also wir werden auf jeden Fall einfach hier neben längs fahren und mal dann auf die Linie gehen, wenn wir dann soweit sind. So, und ich möchte jetzt einmal gucken, wenn ich jetzt die Linie nehme und wir gehen hier so außen rum, sind wir so bei 300.000 und das wird auch nicht mehr so viel teurer, weil das hier alles ungefähr dieselbe Höhe hat. Wenn wir jetzt einmal abkürzen würden, hier durch. Das ist sehr teuer. Oder wenn wir die... Warum geht das genau da? Wenn wir jetzt hier durchfahren, durch diesen schmalen Pass. Wir wären natürlich direkt auf der Linie. Das kostet 300.000. Das kostet 100.000. Ne, außenrum ist schon günstiger. Also wenn wir das jetzt so nehmen, würde ich das auch machen. Frage ist halt, was macht irgendwann mehr Sinn? Mit so fahren könnten wir hier bei Stahlberg irgendwie den Bahnhof nochmal irgendwie ans System anschließen. Ja, wenn wir hier rumfahren, vielleicht die Gleise für eine Zuglinie mal zwischen Stahlberg und Berlin. Glaube ich besser, als wenn wir hier einfach so eben durchfahren, weil das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ich glaube, ich würde dann doch hier die erste Version anpeilen und in die Richtung mal fahren. Aber vorher gehen wir erstmal hier von der Linie ab. Dann gucken wir einfach mal, wie teuer es wird. Vielleicht mit etwas Glück benutzen wir ja nochmal eine der Linien. Zum späteren Zeitpunkt. Na, ich peile mal so an, dass wir hier so zwischen den Bäumen langkommen. Oh, das ist flaches Land, da sollten wir noch ein bisschen was sparen können. Na gut, 26.000. Ist jetzt nicht die Welt so. Jetzt ist eigentlich schon elementär, oder jetzt wäre wichtig zu wissen, wo wir den Bahnhof hätten. Da habe ich noch so gar keine Vorstellungskraft in der Stadt. Also so am Wasser wäre natürlich schön, aber am Wasser ist gar keine Option, weil das Wasser ist einfach schon bebaut. Die fangen jetzt sogar schon an, auf der anderen Seite zu bauen. Oder dass es überhaupt eine Verbindung gibt, durch eine Brücke oder so. Ja, müssen wir gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dann doch irgendwie so in dieser Ecke hier. Ist zwar direkt bei den Wohngebäuden. Ja, aber ich finde es eigentlich, auch wenn die Emissionen natürlich dagegen sprechen, bei den Wohngebäuden passt es halt. Also ich kenne keine Stadt, wo nicht wenige Gebäude um den Bahnhof herumstehen. Also das ist auf jeden Fall jetzt, finde ich, ist okay von den Kosten her. Also hätte teurer sein können, hätte günstiger sein können, wenn man ein zweites Depot gebaut hätte, aber das war ja gar keine Option. Jetzt die Frage, mache ich jetzt noch einen Kreis oder fahren wir direkt nach hinten durch? Ich würde sagen, wir machen sogar noch einen Kreis, weil bis der Zug hier ist und wir haben, wenn wir die Linie schon haben, sind auf jeden Fall schon, liegen da schon ein paar Güter. Gut, da hätte man jetzt vielleicht ein bisschen Geld sparen können, wenn man das vielleicht vorher gewusst hätte. Weil dann hätte ich direkt hier hinten angefangen. Aber ich hoffe mal, das passt noch. Ja, gut, das passt noch. Das heißt, wir machen die Linie von... hier vorne zum Bahnhof, zu dem Bahnhof. Und jetzt bin ich sogar am Überlegen, einen neuen Begriff zu benutzen. Nicht immer nur... Regionalbahn, S-Bahn oder Güterzug. Weil das ja wirklich nur ein Pendelzug ist, nenne ich den jetzt Transfer Berlin. Oh ne, wir fangen in Dortmund an. Dortmund, Berlin. So, bevor wir das jetzt... Also ich möchte jetzt einmal die Linie komplett haben, deswegen... Kommt jetzt auch schon direkt ein LKW im
Im ruhigen Überdachten. Okay, 12 könnte ein bisschen viel sein. Die Strecke ist nicht gerade kurz. Dann nimm ruhig dich erstmal. Du bist Berlin-Versorgung. Das heißt, dass wir haben auch direkt schon die Verbindung in die Stadt. Haben fast 10 Millionen, das ist gut, weil das wird nicht gerade günstig. Jetzt der Zug. Die Frage ist jetzt, wie viel wollen wir denn überhaupt haben? Die Stadt möchte 70 haben. Also mehr als 70 machen wir auf keinen Fall. Da müssen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen austoben. Und hoffen, dass er noch rechtzeitig einen Zug anlegt. Ein Schiff anlegt. So, Cargo. Ich möchte erstmal bei den Waggons gucken. Also das. Oh, doch. Das ist das Gute, nämlich Werkzeuge und Maschinen. Ich habe gerade irgendwie einmal kurz an was Falsches gedacht. Wenn wir nämlich hin und her fahren, wir haben halt wirklich auch Waggons, die halt wirklich beides können. Auch von den Standardwagen her. Was habe ich denn gerade gedacht? Selbst Waren sind hier angegeben. Das Einzige, was fehlt an Fertiges, ist Treibstoff, was klar ist, und Baumaterialien. Nee, dann haben wir eins. Ja doch. Ich habe gerade an irgendwas anderes gedacht. Aber umso besser, dass es klappt. Da wollte ich jetzt nochmal gucken, genau was die alles so transportieren, weil mir die doch interessant aussehen. Deswegen habe ich die ja reingenommen gehabt. Einfach mal was anderes haben. So, das sind jetzt die, die wir haben. Die Nachricht wollen wir natürlich nicht sehen. 80 km/h. Da hatten wir, welchen Zug hatten wir denn als letztes geholt? Das ist die Alco, glaube ich. Die fährt 80. Achso, dann fährt die, glaube ich, etwas schneller, aber 52 Personen hat sie mit. Wie sehen die Finanzen aus? Gut. Das heißt, man könnte vielleicht auf die Alco nochmal zurückgreifen. Das heißt, wir haben auch dann die Waggons. Okay, der obere ist, ne, der mittlere ist raus. Kleiner, 20 Tonnen. Achso, der ist vielleicht so schwer, weil der kompakter gebaut ist. Das könnte natürlich auch interessant sein. Das heißt, wir haben den und den. Ja, da haben wir ja schon häufiger mal das Thema gehabt, dass das egal sein dürfte. Aber ich sag das immer, ich kann das ja nochmal kurz überprüfen. Wir haben mal ein bisschen Zeit noch. Also machen wir erstmal, wir können ja mal beides überprüfen. 560.000 durch 12 sind 446.666. Und hier haben wir jetzt auch 46.600, also ich habe jetzt nicht die komplette Zahl gemacht, also das ist gehopst wie gesprungen. Und hier haben wir 93.435 durch 12 macht 7.786. Und hier haben wir, ja, dürfte einmal raten, genau dieselbe Zahl. Dann würde ich doch, wir haben 4 Tonnen mehr, bei 4 Kapazität mehr, dann würde ich doch den nehmen. Wenn wir jetzt 70 nehmen wollen würden, hätten wir 6 Waggons. Ich glaube, das ist auch okay. Dann muss aber auf jeden Fall die andere Bretterfabrik funktionieren. Weil wir müssen die 223.000 wieder reinkriegen. So, wir sind mittelmäßig, das ist okay. Also für unseren jetzigen Stand der Dinge ist das okay. Wir können uns den Zug leisten und sogar noch Geld zurückzahlen. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Deswegen müssen wir uns mal ganz kurz bewegen, dass wir den überhaupt auf die Linie kriegen. So, ich bin am Überlegen mitzufahren, dass wir mal wieder ein bisschen mitfahren, ein bisschen Geld verdienen. Ich zahle auf jeden Fall mal ein bisschen was zurück. Machen wir mal eben so bis 20, weil ich wollte jetzt doch nochmal das mit den ganzen Produktionen hier regeln. Also ich werde die beiden jetzt hier zu dem Sägewerk bringen und die andere zu dem hier. Das heißt allerdings auch, dass, gut, dass wir es hier schon so geplättet haben. Ich hoffe jetzt, wenn ich dich, das ist natürlich jetzt erstmal ein Versuch, wenn ich dich hier anschließe, dass du dann hauptsächlich hierfür zuständig bist und nicht träumen dürfte, aber das könnte vielleicht zu knapp sein, dass du gar nicht mehr das Sägewerk drin hast.
Das wäre am schönsten. Ich weiß nicht, ob's. Ah, hat es auch noch drin. Ich hoffe mal, dass es trotzdem reicht. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Straße um. Weil wir brauchen ja elektrisch. So, dann baue ich das. Ja, das. Ja, doch, das bauen wir aus. Weil im Zweifel nehme ich das einfach dann für die Rückseite. Wenn ich das in der Rückseite anschließe, dann sollte es doch die Fabrik nicht mehr drin haben. Wenn wir hier noch so weit weg sind von der Stadt und gehen andersherum, ja, ich glaube, dann sollte das nicht mehr drin sein. Das heißt, wir nehmen jetzt dich, Holz 2 und Linie verwalten. Rest und von Haltestelle 1 zu der Haltestelle und die wird gar nicht mehr angefahren. Dann hoffe ich ja mal, dass das dann funktioniert. Das Gute auf jeden Fall ist, diese Tramlinie wird nicht mehr aufgehalten, weil die fahren hier immer rechts und links. Und das heißt, die beiden Spuren sind immer frei. Und hier wird auch kein Stau sein, weil hier geht es noch so weit rein. Hoffe ich mal, dass wir auf jeden Fall jetzt hier kein Einbrechen in Industrie haben, weil die irgendwie nicht mehr so viel braucht. Müssen wir dann mal gucken. Hier ist auch noch einiges auf Lager, aber das heißt, wir haben jetzt wieder nur zwei Einlieferungen. Mit Holz 1 und Holz 3 und hier liegt so viel, da würde ich glaube ich nochmal. Ah, wir haben auch. Ne, wir haben gerade nicht das Geld für zwei Stück. Ich würde sagen, wir fahren erst nochmal ein Momentchen mit dem Zug und dann kaufen wir nochmal zwei Trams. Ich möchte jetzt nicht nochmal einen extra Kredit aufnehmen. Sind wir schon so weit? Wäre echt schon so weit, dass wir jetzt fast schon in Dortmund sind. Da sind wir auf jeden Fall schon an Stahlberg vorbei. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen was an den Einstellungen verändern, dass wir den Zug hören. Oder ist unser Dieselzug so leise, dass der geräuscharm unterwegs ist? Weil ich höre nämlich nichts. Ich höre nur die Musik des Spiels. Ja, jetzt haben wir natürlich einmal die Kurve. Das Wichtigste, was ich da links sehe, ist, da liegen Waren. Das heißt, wir machen auch Gewinn direkt bei der ersten Fahrt nach Berlin. Aber wir können sogar sitzen bleiben. Wir müssen gar nicht aussteigen, wir sehen ja jetzt, wie viel wir mitnehmen unten links. Dann würde ich sagen, fahren wir doch auch nochmal nach Berlin mit. Ja, vielleicht brauchen wir dann da schon einen zweiten LKW. Müssen wir mal gucken, wie viel das jetzt ist. Also es wäre natürlich ein Traum, wenn wir die 72 direkt voll machen. Ich glaube es nicht. Ich wäre mit. Ja, was lag denn da? Da lag nicht wenig. Ich glaube, da lagen schon 30 bis 40. Oder waren das noch die einfachen flachen? Weil dann waren es keine 10. Wenn das schon die etwas kompakter gepackten waren, dann waren es schon. Dann waren es die 30, 40. Aber das sieht jetzt dann doch eher nach. Ah, sind es 20 oder sind es 30? Wie viele Pakete haben wir? Wir haben zwei Pakete, also müssten wir so knapp über 20 sein. Ja, mal das vorhin die flachen Pakete. Dann hat sich das jetzt aber nochmal gut gefüllt in der Kurve. Ja, 21 ist in Ordnung, finde ich. Fürs erste Mal gar nicht so verkehrt. Vielleicht müssten wir mal einen weiteren Zug noch auf die Linie setzen, um den Takt besser zu bekommen. Weil so schnell wie der Zug jetzt hier in Dortmund war, wird er auch sehr, sehr schnell zwischen Berlin und Dortmund hin und her fahren. Oder unsere Zugkombination ist einfach so günstig, dass das mit den 21 sich schon rentiert. Das wäre natürlich auch super. Aber das glaube ich eher weniger. Ja, doch, wir fahren da jetzt noch mit. Während der gerade beschleunigt. Wir haben gerade gutes Geld gemacht. Oh, Traktor mit Anhänger, 10 km/h, 1940. Bisschen spät. Ach, ich glaube, das wird einfach nur ein Asset sein. Fahrzeuge verwalten. Zack, zack. Ach, jetzt haben wir auch nur 4 Waggons. Okay, dann ist das nächste Update dann auf 8 Waggons. Das um zu ändern. Ach, das machen wir direkt. Jetzt vergesse ich das. Glaube, das wird sich trotzdem rentieren. Haben wir nämlich gerade das Geld dafür. So, wie viel liegt jetzt schon wieder hier? 7. Zwei Schiffe haben wir hier fahren. Du nimmst 130 mit und die liegen schon wieder 60.
Wie sieht's bei der Schifflinie aus vom Geld her? Ach, okay, sehr viel Gewinn. Das heißt, wenn wir noch ein drittes Schiff nehmen, sind wir ungefähr auf der Höhe und machen dann. Also der Gewinn wird ein bisschen einbrechen, weil wir ja nicht mehr so viele Werkzeuge zurücktransportieren. Aber vielleicht transportieren wir dann mehr Britter. Ja, das sollte sich lohnen. Dann machen wir noch mal ein Schiff mehr, dass der Takt besser wird. Nicht genug Geld. Okay, dann fahren wir doch wohl erstmal hier mit. Okay, die Linie ist doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ja, dann fahren wir damit zurück und ich, also nochmal eben hin. Und ich denke mal, dann können wir uns das Schiff leisten, das dritte. Das ist einfach nur für den Takt gut. Wenn wir gewinnorientiert sein wollen würden, würden da einfach nur durchgehend die beiden Schiffe fahren. Aber ich glaube, der Takt ist gerade bei dem Zug jetzt hier oder mit dem Zug wichtiger geworden. Wenn der fährt 80 km/h, die Schiffe fahren glaube ich 25. Das ist ein kleiner Unterschied. Also die Gleise führen an einigen Bauernhöfen vorbei. Aber ist das hier schon eine Lebensmittelfabrik? Ja, das dürfte noch ein Bauernhof sein. Da sind auf jeden Fall noch Kühe. Und da hinten links, da sehen wir ja noch die Straße von dem anderen Bauernhof. Also auch hier könnten die Schienen irgendwann mal vielleicht gebraucht werden. Aber ich glaube, in dem hier war nichts mit Lebensmitteln. Also die beiden Städte, die Bauernhöfe einkesseln, Berlin und Dortmund, die brauchen ja keine, wie wir ja wissen. Dann hatten wir in Stadt Lengsfeld, ja, eins ist ja schon mal mit Werkzeugen weg. Ein Bedarf. Das andere Lebensmittel? Weiß ich gerade gar nicht. Hinter Berlin liegt ja. Was liegt denn da? Ja. Putbus liegt da. Und die Putbus kriegt, glaube ich. Was kriegen die denn schon? Ein Rohstoff. Ach, kriegen die nicht auch schon sogar Werkzeuge? Und wenn wir da Lebensmittel bräuchten, hätten wir doch bestimmt. Ne, wir haben noch kein Lebensmittel in Antwerpen. Okay, also viele vielleicht. Ich lege mich da jetzt mal auf nichts fest. Okay, wir fahren auf jeden Fall schon mit Überleitung, die wir nicht brauchen. Da hätten wir nochmal Geld sparen können. Aber gut, die 80 km/h, damit reizen wir die 120 auf jeden Fall noch nicht aus. Und vielleicht nehmen wir die Strecke ja hier mal zum Teil, zumindest mal für noch einen Personenzug, der dann nach Berlin führt. So, und wir verdienen durch 21 Güter 345.000. Okay, da ist aber noch einiges an Luft nach oben. Heißt, wir müssten schon so 50 transportieren, dass sich das lohnt. Oder mehrfach im Jahr hier hinkommen. Das hatte ich auf jeden Fall noch vor, weil die Strecke ist auch nicht kurz. Könnte fast 1 zu 1 sein, dann gehe ich mal. Oh, ne, das war einer zu viel. Da gehe ich mal lieber auf Nummer sicher und gucke, dass wir eine Zuglieferung wie jetzt direkt abtransportiert bekommen. 2 Millionen sollte doch hoffentlich bei den Schiffen ausreichen. Liegen jetzt 181. Ja, das könnte. Also, vielleicht bräuchten wir sogar noch ein Schiff. Genügend Geld, wie teuer ist denn so ein Schiff? Du hast jetzt einen Wert von 1,1 Millionen und hast 1,4 gekostet. Okay, ich hoffe mal, dass noch ein Fahrzeug jetzt ankommt. Wir haben nur nichts auf Lager. Okay, du bringst jetzt 48. Okay, das Geld fürs Schiff ist da. Jetzt will ich einmal gucken. Von den 48, also das ist jetzt das letzte, was wir noch nachgucken, möchte ich einmal gucken, wie viele Fahrzeuge oder wie viel jetzt hier landet. Bei Produktion ist auf 39. Das war, glaube ich, vorher ein bisschen weniger. Sonst könnte man auch irgendwie das auf irgendwie aufteilen. 1,5 und 1,5 Wälder liefern da und dahin. Ist auf jeden Fall lang genug, die Haltestelle. Dauert auch ziemlich lange, bis der Zug um die Kurve oder bis die Tram um die Kurve herumgekommen ist. Aber wir haben eh schon überzogen. Da kommt es auf die 2 Sekunden hoffentlich auch nicht mehr an, wenn der jetzt mal halten würde.
48. Ich werde im Lager jetzt gerne da. Mehr gehabt als das, was ich gesehen habe. Okay. Dann werden wir am Dienstag. Dann werden wir am Dienstag das ändern. Also dann wird die Straßenführung hier andersrum laufen. Das wird sich ändern. Und ansonsten, ja, hier wird jetzt nach und nach mehr abgeholt. Die Trams sind jetzt größer und mehr geworden. Geld war. Also wir haben viel gebaut in dieser Woche. Wir haben unseren Kredit. Ich glaube, wir waren bei 24,5, glaube ich, um 6 Millionen zurückzahlen können. Also nicht mehr lange und wir können richtig Geld ausgeben. Und wir machen es ja jetzt schon. Investitionen von 2 Millionen und sind 2,6 im Plus. Unsere Straße funktioniert halt sehr, sehr gut. Das war's jetzt aber. Der eine Satz zum Wochenrückblick finde ich immer ganz gut. Man weiß, was man geschafft hat. Könnt ihr mal gerne zuschreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.